Hebe mit W ab. Und jetzt? Kann ich hier hochfliegen? Mit Shift. Hallo Leute, der Sorio hier. Willkommen. No Man's Sky. Ich hatte ja vor kurzem schon ein kleines Video dazu rausgebracht, zu dem kommenden Next Update. Und ja, jetzt habe ich mir das Spiel besorgt. Bisschen günstiger als Vollpreisversion, 35 Euro habe ich bezahlt. Und jetzt will ich das mal spielen. Das Next Update ist noch nicht rausgekommen. Aber da ich es noch nie gespielt habe, dachte ich, wäre vielleicht ganz praktisch, vor dem Rauskommen des Spiels das schon mal gespielt zu haben. Damit man nicht so ganz auf dem Schlauch steht, wenn es dann raus, wenn das Update rauskommt. Genau. Jetzt scheint irgendwas zu passieren. Ich höre Geräusche im Hintergrund. Initialisierung. Muss ich jetzt E drücken? Ah, ich muss jetzt E drücken. Sag das doch. Oh, ist aber kalt. Eiskalter Planet. Okay. Ja. Also, muss man gedrückt halten. Okay. So. Jetzt ist natürlich so. Schauen wir erstmal, was wir machen müssen. Ankunft. 1,50. Okay, das ist ja schon mal praktisch. Raumschiff Selbstdiagnose. Offline, offline. Daten werden ersetzt. Multiwerkzeug. Oh, ist ja klar. Okay, was muss ich jetzt genau machen? Interagieren. Was auch immer das genau bedeutet. Sammle Eisen. Ein
Atlaspass. Ja, da haben wir ein Inventar. Ah, wir können das Licht an- und ausschalten. Lass mal an. Okay. Wo finde ich denn Eisen? Siebenmal Eisen habe ich, okay. Fünfmal. Ist auch Eisen. Ja. Vier. Das hier. Wie kann ich denn auf mein Inventar zugreifen? Ah, Tab ist das Inventar. Und jetzt? Repariere deine Ausrüstung mit... Hey, was will ich denn? Haupt? Fracht? Aufladen mit Oxid? Nee, Gel, okay. Hä? Nichts. Und wie kann ich jetzt? Hä, das verstehe ich gar nicht. Greife mit Tab auf dein Multiwerkzeuginventar zu. Repariere deine Ausrüstung mit rechten Mausklick. Ist das hier? Muss ich das hier machen? Tab. Ah, hier. Okay, nee. Nee, ich wollte doch aber mein Multiwerkzeug. Ich verstehe es gerade nicht. Nee, das kann ich ja alles noch nicht reparieren. Raumschiff, so. Ach hier, Multiwerkzeug da oben. Wärmeschutz stabilisiert sich. So. Gut, jetzt haben wir das Analysevisier. P. Start in diesen Scanner. Kohlenstoff brauche ich. Kohlenstoff. Ja, das ist keiner. Was ist denn hier? Das ist, manches ist und manches ist nicht. Kohlenstoff. Da haben wir doch wieder recht. So, wie viel haben wir denn recht noch nicht? So. Multiwerkzeug und repariere. Nein, halt Multiwerkzeug. Und repariere den Scanner.
können wir einen Scan machen. Ist eine Karte irgendwie? Okay, damit beschäftigen wir uns ein bisschen später mal. Ich habe tatsächlich relativ schlechte Frameraten. Ich steige mal kurz ein. Karitplatte. Okay. So, also, warte mal. Okay. Deckung. Reise. Protokoll. Hier. Startdüsen. Eisen brauchen wir. Eisen. Okay. Suchen wir mal. Warte, hier hat er doch, wurde doch irgendwas angezeigt. Scanner wird aufgeladen. Na toll. Eisen. So. Was ist das hier? Gefahrgut, Schutzhandschuhe. Hab ich nicht. So, ich habe keine Ahnung, wie viel Eisen wir brauchen. Warte mal. Karitplatte. Hm. 34, 50. 50 Eisen brauche ich, warte mal. Was ist denn das hier? Aber ein bisschen merkwürdig aus. Hallo, du da oben. Das Iridium können wir bestimmt noch gebrauchen. Und da ist das Raumschiff. Okay. Wir brauchen noch mehr Eisen. Eisen. Da ist irgendein Fragezeichen. Ich weiß noch nicht, wie weit weg. Plutonium brauchen wir doch auch. Gehe ich mal von aus. Nehmen wir gleich mit hier. Alles mitnehmen. Okay, ich habe.
Okay. Wir gehen erstmal wieder zurück zum Raumschiff. Ich habe das Gefühl, da sind wir sicherer. Dadümp, schön hier an die Abschlussstelle. Dadümp, aber ist schön, dass einer eine Fahne aufgestellt hat. Finde ich sehr schön. So. Raumschiff. Raumschiff. Karitplatten. So, und jetzt? Startschubdüsen. Wartet mal kurz. Startschubdüsen. Zwei. Oh, wir brauchen noch jede Menge Eisen. Erstmal kurz reingehen. Damit sich die Temperatur wieder verbessert. Unser Kälteschutz. Es ist zwar jetzt... Also hier drin ist 19 Grad, oder? Draußen ist deutlich kälter. Und dann suchen wir mal noch ein bisschen Eisen. Und dann machen wir mal weiter. Hä? Was war denn das gerade? So richtig viel gibt's ja aber nicht. Hä? Teilweise habe ich das Gefühl, dass die Steuerung ist ein bisschen sehr empfindlich. Und wenn das könnte heißen, dass gleich mein Minenlaser kaputt ist. Das wäre dann auch nicht so lustig. Da oben. Können die mir helfen? Drei von vier. Ja, einmal kurz rein. Und ich kann einmal gucken, weil mein Minenlaser braucht Isotopelemente. Technologie aufgeladen. Ah, wir haben welche. Ich hab's doch geahnt, wir brauchen das Zeug. Die sehen aus wie Eier. Irgendwelche Dino-Eier oder so. So, vier. Reicht das jetzt? Wo ist das Flugzeug? Da ist das Flugzeug. So. Reparieren. Plutonium brauchen wir zum Auftanken. Und... Und wir brauchen, warte mal kurz, den Impulsantrieb. So. Wir brauchen... Machen wir jetzt gerade die Turbine. Also wir brauchen noch viel mehr Eisen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Raumschiff. Nee, warte, hier. Quatsch, P.
Ja. Karitplatten und dafür brauchen wir Eisen und oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber eine Taschenlampe. Überhitzung. Bei der Kälte. Oh oh. Ich versteck mich. Kann ich mich hier umschauen? Ich versteck mich einfach, dann finden die mich nicht. Impulse, wo kann ich jetzt die Karitplatten herstellen? Nein. Gehen die von alleine wieder weg? Karitplatte. Nicht genügend Ressourcen. Zink? Wow. Jetzt mit den Wächtern. Ich glaube nicht, dass ich mit meinem hier einen super Minenleser viel ausrichten kann. Echter Verstärkung schwärmt aus. Ist ja logisch, ja. Toll, jetzt kommen noch mehr, oder wie? Wie werde ich einen Wächter los? Leute. Kann ich versuchen, vor denen zu fliehen? Die folgen mir doch bestimmt, oder? Man kann also anscheinend vor denen fliehen. Eisenmeilenstein. Ein Wächter zerstört, ja. Hey. Bin nicht so sicher, ob das sinnvoll war. Dieses Ding mag mich nicht. Wofür habe ich verstanden? Da unten gibt es Plutonium. Plutonium brauchen wir sowieso noch. Und hier noch irgendwelche Geräusche.
Mann. Ist das hier kompliziert. Nicht genug Ressourcen. Schon klar. Wir brauchen noch mehr von diesem Eisenoxid. Wann kommen denn... Also wann die Lichter? Ist mir ein bisschen unklar. Zwei von zwei. Iridium und Zink. Aber wir haben genug. Okay, also warte. Finde Iridium in einem Signal. Baue einen Signalbooster mit Iron und Plutonium. Also sammle Eisen. Schon klar. Das Übliche. Plutonium. Wo kann ich den denn bauen? Ich komme mit der Steuerung noch nicht so richtig klar. Drüben ist Plutonium. Hier ist Plutonium. Das ist eine Menge Plutonium. Das ist gut. So. Wir müssen gleich mal wieder rufe mit Z das Baumenü auf. Das ist neu. Was ist das? Ein Speicherpunkt? Ein Signalbooster. Nein. Na, Iridium ist dieser Klotz da. Ressourcenansammlung. Das ist dieser große Klotz da. Da hinten? Ernsthaft, so weit weg war das doch nicht. Wo war denn das? Da. War das nicht Iridium hier? Iridium, ja. Protokoll. Iridium sammeln. Ich weiß. Ach nein, nicht Iridium, sondern Heridium. Das ist da hinten. Ernsthaft? Wie soll ich denn bis da hinten kommen? Wie soll ich denn das schaffen? Oh, Mano. So, wir warten kurz, bis die Temperatur wieder okay ist. Sonst haben wir hier nämlich nachher ein kleines Problem. Greifen die sich jetzt da drüben an? Nö. Und dann ist das in die Richtung. Erschöpft.
Oh, nett. Was? Was gefunden, auch nicht schlecht. Ist es hier wärmer? Okay, wir müssen erstmal diese Richtung da. Hilft alles nix. Diese da. Ein bisschen Plutonium. Noch ein bisschen was mit. Ich muss ja auch noch zurückkommen. Das ist ja auch das Krasse. Wenn ich nur hinkomme, sondern auch zurückkommen. Ziel erreicht. Jetzt. Ich habe keine Plätze frei. Warum nicht? Ein weiter Exo-Anzug. Eisenschildsplitter. Technologie aufgeladen. 200. Ich sehe schon wieder diese Wächter kommen. Fräsen uns hier durch. Ah. Raumschiff. Raumschiff nicht in Reichweite. Ich habe mich schon verwundert. So. Da ist das Raumschiff. Ich weiß eigentlich nicht, was dieses rote Symbol rechts unten bedeutet. Kann ich so nicht sagen. Da ist irgendwo Zink. Brauchten wir nicht Zink noch für irgendwas? Oder hatten wir schon? Da. Ja, ja. Bin ja schon auf dem Weg. Freunde, Kollegen. Wie kann man nicht mein Inventar vergrößern? Das ist, glaube ich, mein allererstes Ding. Ich will ein größeres Inventar. So. Erwachen. Jump. Suche Antworten in den Sternen. Also. Ah, ich kann
Gegenstände übertragen aus meinem Anzug, zum Beispiel das Ding, in das Raumschiff. In das Raumschiff. So. Gut. Hat drei verschiedene Inventare. Liebe mit wie ab. Okay, warte mal, wir können ja mal gucken. Der Exo-Anzug. Drei verschiedene Inventare. Technologie. Ausdauersteigerung. Nee. Und das Frachtinventar. Das Hauptinventar. Ausdauersteigerung. Nee. Okay. So gut. Dann lassen wir das hier erstmal und hebe mit W ab. Jetzt kann ich hier hochfliegen. Mit Shift. Okay, ich habe meine erste Galaxie von dir entdeckt. Und hier fliegt ja schon alles Mögliche rum. So, und jetzt, wow, ist die Steuerung. Signal trianguliert. Okay. Lokalisiere die Quelle. Wo ist die Quelle? Raumstation? Ankunft in 2 Wochen. Okay, das lassen wir mal lieber. Ist das das Signal? Ah, damit kann ich schießen. Steuerung muss man, glaube ich, noch ein bisschen üben. Was war denn das gerade? Warte mal, Impulsantrieb. Wir haben doch ein bisschen Eisen. Nicht viel. Finde ich hier irgendwas? Warte mal, wir gehen mal runter. Ich guck mal, ob ich noch Eisen finde. Eintritt in die Atmosphäre. Wir suchen mal noch ein bisschen Eisen. Ich glaube, nicht zu wenig. Was steht denn hier rum?
Dump. Ah, nochmal Heridium. Aber wir suchten eigentlich Eisen. Eisen. Weil wenn das der Antrieb ist, dann sollten wir davon auch ein bisschen was mitnehmen. Ah, nicht so abbauen, sondern anders. Was haben wir denn hier noch? Titanium 9. Funktioniert nicht. Eisen. Ich glaube, wenn man so lange hintereinander das macht, dann... wo ist mein Raumschiff? Da ist mein Raumschiff. Bisschen was bauen wir hier aber noch ab. Und suchen, gucken wir uns das ein bisschen noch an. Was ist das? Gefahrgutschutzhandschuh. Nein. Hab ich nicht. Wegpunkt entdeckt. So. Kisten. Wo bin ich denn hier gelandet? Wo ist mein Raumschiff? Anzug upgrade. Missionsziel abgeschlossen. Das war es jetzt schon. Dabei habe ich dieses Signal gar nicht entdeckt. Ja, schon klar. Okay, ich muss mal rausfinden. Mein Raumschiff ist da drüben. Wo ich hin muss. Sehr gut. Wir steigen mal ein und können dann mal wieder Sachen umbasteln. Und zwar das ins Raumschiff. Das ins Raumschiff. Das ist das. Raumschiff ist schon relativ voll, aber wir können das mal ein bisschen aufladen. Warte mal kurz. Die Schubdüsen brauchen Plutonium. Das können wir auch mal aufladen. Also können wir noch wieder Plutonium und Eisen sammeln. Denke ich mal. Und hier gehen wir nochmal gucken. Wo war das? Da drüben war das. Bitte. Fast direkt daneben gelandet. Sehr, sehr interessant. Speichern und kartieren. Okay, machen wir mal. Und hier war das. Hier irgendwas? Nö. Du bist friedlich, oder? Du siehst nicht so aus, aber du bist friedlich. Brauch noch ein bisschen Eisen und Plutonium, wenn wir schon mal dabei sind. Könnten wir auch noch mitnehmen. Huch, so. Da drüben.
Ich seh's. Ich seh's, ich seh's. So. Gut. Ich mach einmal Eisen. Mal gucken gehen, was das ist. Jetzt sieht man ja von hier oben irgendwas. Nee, natürlich nicht. Das ist natürlich nur der nächste Hügel. So. Was ist denn mit dem Himmel passiert? Hilfe! Was ist das? Das kann ich nicht abbauen. Okay, interessant. Da steht noch was rum. Okay. Ach, das ist so ein Ding. Mein Wissen über die Valkyrien wächst. Okay, ich habe das Wort für Eindringling gelernt. Okay, immerhin. So, da ist meine Raumschiffe. Und, warte mal, wo müssen wir eigentlich hin? Da müssen wir hin. 11 Stunden. Ich würde da 11 Stunden hin brauchen. Sehr geil. Ich könnte da jetzt hinlaufen. Naja, ich würde wahrscheinlich vorher aufgehen. Puff. Dump. So, warte mal, ich guck mal in den Raumanzug. Absprungkapsel. Da waren. War das, wo wir schon waren, oder? Ich muss noch zu dem ungewöhnlichen Signal, das machen wir noch. Ja, da waren wir doch schon. Hier war ich doch schon. Hier war ich doch schon. Okay. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Tafel. Ach so, der zeigt mir jetzt an, was es ist, weil ich da schon war. Jetzt habe ich es verstanden. Halt, Chip und der Agieren. So. Gut, dann gucken wir mal kurz, dass wir das Eisen ins Raumschiff bringen. Und im Raumschiff sagen, der Impulsantrieb ist okay, das ist wunderbar, so. Das dauert ernsthaft so lange? Warum verändert sich die Zeit immer so? Das dauert jetzt nicht ernsthaft eine halbe Stunde.
will gar nicht einen Impulssprung durchführen. Ich will da hinfliegen. Warum dauert das jetzt immer länger? Verstehe ich gerade nicht. Wir fliegen mal in den Weltraum. Vielleicht sind wir da schneller, weil so... Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Steuerung. Das hat sich ja immer... Guck mal, jetzt sind es schon 2 Stunden. Elf Stunden? 3 Stunden? Verstehe ich das. Ich verstehe es gerade nicht so ganz, weil gefühlt. Huch. Oder den Funktransmitter, um mehr zu erfahren. Also irgendwie ist dieser Funktransmitter da irgendwo, aber ich brauche irgendwie Ewigkeiten, um da hinzukommen. Also jetzt drücke ich halt nicht nur W gedrückt, aber also... Okay, wir machen das jetzt mal. Weil sonst komme ich da gefühlt nie hin. Nee. Ich muss ja... Hä? Ich komme da nicht hin? Es scheint sich eher auf der anderen Seite des Planeten zu befinden oder so. Oder der Planet dreht sich tatsächlich mit einer großen Geschwindigkeit unter mir weg. Okay, ich glaube, jetzt bin ich in der Nähe. Ich glaube, ich habe es geschafft. Und gucken wir, dass wir hier irgendwo landen. Schön nah dran. Ich will ja nicht so ewig leid laufen. So. Landebereich nicht frei. Aha. Toll. Puff. Rums. So, was ist das denn jetzt hier? Noch so ein Ding. Der hängt hier ein bisschen in der Luft, das ist lustig. Eisen nehmen wir mit. Ein Bacon. Lebenszeichen entdeckt.
Okay. Dahin. Schon klar. Ankunft in frag mich nicht wann. Gut. Okay. So. Das Plutonium. Das nehmen wir gleich auch noch mit. Also. Das nehmen wir mit. Ich habe keine Ahnung, wofür wir verrostetes Metall brauchen. Plutonium. Nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Wir werden ein bisschen Eisen und Plutonium sammeln. Und ich glaube, dann mache ich für heute erstmal Schluss. Also zu entdecken gibt es ja hier echt super viel. 2 Minuten. Wo ist mein Raumschiff? Da unten ist mein Raumschiff. Wo war das Plutonium, was ich gesehen habe? Hier, zum Beispiel. Zum Beispiel da. Wächst hier auf Bäumen sozusagen. Okay. Gut, so. Dann gucken wir mal kurz. Wache, finde das Notfallsignal. Okay, gut. Das, warte mal, wenn ich aussteige, speichere ich, oder? Ja, gut. So. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Erstmal, ich glaube, das reicht erstmal. No Man's Sky. Zumindest weiß ich jetzt so ein bisschen schon, wie ein paar Sachen funktionieren und habe schon einige Sachen erlebt und gefunden und gesehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Kommt ein bisschen drauf an, ob das Update, wann das kommt. Also es kommt morgen sozusagen, wo auch wenn das Video wird auch erst morgen rauskommen, wann das Update rauskommt, ob ich dann schon mit Update spiele oder noch nicht. Das weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen, aber ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann.